Münster ist im Ausnahmezustand. Ein riesiges reptilartiges Monster ist plötzlich aufgetaucht und tötet und zerstört jeden und alles, was ihm vor die Pranken kommt. Nichts und niemand ist sicher, Panik bricht aus und alle Versuche, das Monster zu bekämpfen, schlagen fehl. Wie konnte es nur dazu kommen? Nun, jedes Kind weiß doch, dass man keine Babykrokodile die Toilette hinunterspülen darf. Nur Benny hatte offenbar keine Ahnung und nun ist Münster dem Untergang geweiht. Aber jetzt mal im Ernst, was passiert eigentlich mit dem ganzen Kram, den wir tagtäglich durch die Toilette abwärts schicken? Zur Illustration bleiben wir aus ästhetischen Gründen hier doch einfach mal beim Beispiel des Babykrokodils. Also, zunächst ist es wichtig zu wissen, dass Abwasser nicht gleich Abwasser ist. Generell unterscheidet man zwischen durch Gebrauch verunreinigtem Wasser, Niederschlagswasser und sogenanntem Fremdwasser. Das durch Gebrauch verunreinigte Wasser beinhaltet gering verschmutztes Wasser, das im Waschbecken, Badewannen oder Waschmaschinen anfällt, wobei in diese Klasse eben auch Urin- oder fäkalienhaltige Abwässer aus Toiletten fallen. Niederschlagswasser mag harmlos und unbedenklich klingen, allerdings muss man bedenken, dass so ein Regentropfen natürlich all die Abgase, den Staub und Ruß aus der Atmosphäre bindet und daher stark verunreinigt sein kann. Außerdem landen Niederschläge natürlich auch auf landwirtschaftlichen Flächen und kommen dort mit bösen Schadstoffen in Verbindung, bevor sie abfließen. Die dritte Kategorie, Fremdwasser, schließt alles an unbedenklichem Wasser ein, das prinzipiell nichts in den entsprechenden Abwassersystemen zu suchen hat, aber zum Beispiel durch Drainagesysteme oder durch versickertes Grundwasser hineingelangt. Zusätzlich gibt es natürlich noch industrielle Abwässer, die gesondert betrachtet werden müssten, worauf wir an dieser Stelle aber verzichten. All diese Abwässer werden in die Kanalisation geleitet. Die Kanalisation ist ein System unterirdischer Kanäle, in dem die Abwässer gesammelt und weitertransportiert werden. Hier kann man grob in Mischsysteme und Trennsysteme unterscheiden. In Mischsystemen werden Haus-, Industrie- und Niederschlagsabwässer zusammengesammelt und abgeführt. In Trennsystemen dagegen gibt es verschiedene Kanäle für unterschiedliche Arten von Abwässern. Das ist im Bau zwar aufwendiger und teurer als Mischsysteme, erleichtert aber die spätere Behandlung der Abwässer in Kläranlagen. In Deutschland besteht zwar noch von ihrer ursprünglichen Einführung her ein Großteil der Kanalisation aus Mischsystemen, inzwischen ist beim Neubau aber vorgeschrieben, die Abwässer zu trennen, um ihre Behandlung zu erleichtern. Die Kanäle bestehen aus Rohrleitungen, durch die der Transport mit Hilfe von Pumpen oder auch einfach durch Gefälle erfolgt. Dieses ganze Rohrleitungsgewirr führt zu Kläranlagen, in denen ganz unterschiedliche Stoffe aus dem Wasser herausgefiltert und die geklärten Abwässer wieder in den Wasserkreislauf zurückgeleitet werden. Unter normalen Umständen wäre Bennys Krokodil also in der Kläranlage herausgefischt und womöglich artgerecht im Zoo abgegeben worden. Doch trotzdem steht Münster nun kurz vor seinem Ende. Doch da geschieht es. Ein zielgenauer Schuss beendet das Wüten des Ungeheuers. Schon nach kurzer Zeit ist in Münster wieder alles normal und man fängt an, sich wieder sicher zu fühlen. Die Gefahr scheint gebannt. Scheint.